Ja, hallo und willkommen zu meinem nächsten Part von Banjo-Kazooie. Wir werden jetzt mit Buttles sprechen. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Oh, das war's. Es gibt keine Moves mehr in dem Spiel. Oh. Okay, aber dafür wird unser Vogel vielleicht wenigstens mal ein bisschen schneller. Nicht so lahmarschig wie sonst. Oh. Wow. Koopa hat ein feines Puzzleteil. Yo, du hast ein feines Puzzleteil. Und es gibt eine Möglichkeit, diesen zu schnappen. Dafür müssen wir allerdings schnell genug sein und uns nicht von einer Fliege pieksen lassen. Ja, du bist mir egal. Ich möchte eigentlich die Schuhe haben. Juhu! Au! Und schnappen uns das Puzzleteil weg. Oh nein! Seit 1000 Jahren war das mein Binnenbesitz. Oh, gut gemacht. Bam, bam. Bam. Juhu, wir haben 2 Puzzleteile in dieser Welt. Ja, und hier werden wir jetzt nochmal runterspringen, allerdings mit Gummistiefeln. Zack. Bam, 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 bam. So, eine Note, 2 Noten, 3. Ach, verdammt, sammel die doch ein. Wir haben nicht so viel Zeit. Gib Gas, schnell, 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 schnell. Und, boah, geschafft. Knappe Sache, aber es hat funktioniert. Genau. So und nicht anders. Und hier sind wieder Honigwaben ohne Ende. Jetzt schnappen wir uns diese Schuhe. So, mit Hilfe dieses Super Sprints sind wir gleich oben. Auf die Noten verzichte ich jetzt. Ich will nämlich da oben mit einem Anzug durch. Und schnell, schnell. Wir haben noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir sind drin. Zack. Rutsch. Und eine kühle Dusche im Wasser. Aua! Ganz schön viele Zombies hier unten. Ich glaube, jetzt wird das Spiel ab 18. Oh. Und schnappen uns hier noch die ganzen Noten. Und dieses Puzzleteil will ich eigentlich aber auch haben. Hey! Ich glaube, du tickst nicht ganz sauber hier. Jetzt will ich erstmal das Puzzleteil haben. Sonst ersticke ich hier gleich. Und das ganze Wasser fließt raus und füllt in der Mitte alles mit Wasser auf. Immer gerne. So, hier noch die Note. Die Feder. Guck mal, was hier noch was gibt. Bis auf das Ei. Nichts mehr und raus hier. Tada. Und ein Telekom. Ja, Mann. Und jetzt werden wir, ohne den Schalter zu aktivieren, alles noch mal, alle Noten nochmal hier einsammeln. Und auch die anderen Sachen, falls ich dran vorbeilaufe. Und sie erwische. Die nächste Note. Ein Ei.
da ist wieder eine Note. Und hier ist noch die letzte Note, glaube ich. Oh, hier ist noch extra Leben. Und das schnappen wir uns auch noch. Und gehen dann runter. Au! Verdammt! Platsch, und da liege ich wieder im Wasser. Aber jetzt gehen wir erstmal da hinten. Erstmal den Typ hier ausschalten. Den müssen wir auch treffen, sonst bringt das nichts. Puff, und da haben wir ihn erwischt. Holen uns die Honigschwabe, die war ganz wichtig. Aua, die ziehen uns auch noch Leben ab. Nein, verdammt. Das hat uns jetzt fast gar nichts gebracht. Halala. Immer diese Fail-Action hier. So, hier noch die ganzen Noten. Okay. So, hier ein paar Federn. Okay. Und hier auf den Schalter. Zack. Oh, jetzt ist im Kaktus eine leere Honigschwabe. Das schaut doch gut aus. Und da hinten schreit auch schon ein Jinjo. Das werden wir uns auch gleich direkt schnappen. Jinjo! Tada! Ui, genau, so nicht anders. Ui. So. Jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Bam! 10 Sekunden. Ja. Es wird schon knapp machbar sein, wenn die Kamera mitspielt. Und wir sind drin. Oha! Oh nee. Erstmal schalten wir den Typ hier aus. Und sammeln uns die ganzen Telekom, ich bin was weiß ich was ein. Die Noten noch. Ah, ich glaube, ich weiß, woraus das hinausartet. Hier, das ist ein Puzzlespiel. So. Zack, hier ist eine Feder. Benju. Note. Den schalten wir nochmal aus. Jetzt muss ich mir genau merken, wo was ist. Hier ist ein Mumbo. Ei, also jetzt habe ich nur verschiedene Sachen bekommen. So, hier ist einmal Kazooie. Hier ist Benju. Ich glaube, Benju war hier. Nein, hier ist Kazooie. Das heißt, wenn da Kazooie ist... Verdammt. Boah, du nervst. Ich bin schlecht. Meine Güte, bin ich schlecht. Geh mir aus dem Weg. Ah, hier ist eine Note. Oh Mann, oh Mann. Ich habe nur noch 47 Sekunden Zeit. Das heißt, muss ich beeilen. Oh, jetzt weiß ich aber hundertprozentig etwas. Halala. Ich muss auch dringend noch mein Gedächtnis üben. So, hier ist auf jeden Fall Benju. Und dann ist hier... Hier ist eine Feder. Für die Feder war da eine. Hier war eine Feder. Hier war einmal der... Ich bin... Mumbo. Da war der Mumbo. Hier ist eine Honigschwabe, eine volle. Da ist auch eine Honigschwabe. Da ist einmal ein... Oh nein. Verdammt, nein, die Zeit läuft aus! Oh nein! Ich glaub es nicht. Bleiben mir wenigstens die Noten erhalten. Das ist gar nicht gut. Also jetzt habt ihr mich mal erwischt, ertappt bei einer ganz bösen Fail-Runde. So ein simpel, einfaches Memory, was selbst ein vierjähriges Kind kann, kriege ich nicht hin. Nee, nee, nee. So sieht's aus. Ganz genau so, nicht anders. Aber Gott sei Dank sind wir nicht ganz Game Over. Upp, da ist auch wieder ein Teppich. Jetzt reicht's mir aber. Am Ende ging's eigentlich wieder besser, aber ich habe den... Anfang so viel gedrödelt, also
dem halte ich mich jetzt nicht mehr auf. So, hier ist der Benjo. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder anders ist. Okay, hier ist auf jeden Fall Benjo richtig. Hier ist der Vogel. Kazooie. Ach stimmt, hier war das Ei, genau. So, hier ist der. Hier ist der Mumbo. Mache ich erstmal die, die ich weiß. Ist, glaube ich, einfacher. Einmal hier den Mumbo. Einmal eine Feder. So. Das war das Teil. Genau. So, die volle Honigwabe. Verbunden mit der anderen vollen Honigwabe. Das Ei. Ach, okay. Zack. Nehmen wir dich. Das Ei hatten wir da hinten. Also ich bin nicht gerade in Form. Das merkt ihr. Letztes Mal bei dem Schildkrötenspiel war ich deutlich besser in Form. Aber dieses Mal schießt es mir gerade durch den Wind. Mit so einem simplen, einfachen Memory. Schon tatsächlich jede Plattform 50 Mal draufhämmern, bis es klappt. Tada! Und ein eigentlich unverdientes Puzzleteil. Upp, schluckt sich Kazooie in den Magen. Aber ich denke auch, das gehört dazu. Ich glaube, der Zombie war das schuld. War nur allein der Zombie schuld. Ja, kann nur der gewesen sein. Mein Spaß. Beiseite. Egal, wir haben es geschafft, das passt schon. So, wir haben alle Noten hier gesammelt erstmal. Oh, was willst du denn? Hast du Hunger? Beweg dich wenigstens nicht. Guten Hunger. Okay. Ah, jetzt geht die Pyramide hoch. Oder nur ein Teil einer Pyramide. Jetzt ist er rechts von uns. Platsch! So, hier ein bisschen sammeln gehen. Eine Note für die andere Note. So. Jetzt haben wir erstmal die ganzen Noten hier eingesammelt. Und gehen jetzt hier rüber und füttern den Kollegen. Lecker, lecker. Und die Pyramide geht wieder ein Stück nach oben. Oh, und da ist er wieder. Hast du weit nicht genug? Langsam wirst du lästig. Und zack. Oh, lecker. Das Rülpsen will ich allerdings nicht synchronisieren. Passt schon. So, jetzt möchte ich aber noch alles hier einsammeln drumherum. Bevor ich jetzt... Ich glaube, im Wasser gab es auch noch was. Mit einer kleinen Tauchstunde. Und hier ist ein Jinjo! Ui! Genau. Hier sind schon noch Noten. Wir haben auch schon ganz gut Noten wieder gesammelt. Wir haben jetzt mittlerweile 73 Stück. Und ein Telekom ist auch hier unten. Und wieder eine Note. Und eine Note. Da ist auch noch eine. Kurz drehen. Und schwimmen. Was das Zeug hält. So, dann haben wir alle erwischt. So. Boah, schneller Luft holen. Oh, da hinten ist wieder eine Honigschwabenspender. Ja, der ist mir jetzt auch egal. Ich will hier oben die Note haben. Die will ich auch. Schön alles einsammeln. Ach, was machst du denn da? Verdammt. So, jetzt.
Zack. Und hier oben ist noch ein Ich bin Telekom. Genau. Und jetzt geht's hier rein. Oh nein. Dies ist die Grabstätte König Sanputis. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Oha. Ich kenne diese Königsstätte, das ist gefährlich. Denn hier, die Zeit, wenn ich das nicht schaffen sollte, bin ich sofort tot. Und alle Noten sind weg, das weiß ich noch. Also viel Spaß. Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Und rennt ihr in euer abgesegnetes Leben. Oh, jetzt sitzt schnell. Schnell, zack, 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 gib Gas. Schnell, 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 schnell. Oh nein! Oh, geh weg! Verdammt! Noch 24 Sekunden Zeit, dann sind wir tot! Oh! Komm, gib Gas, die Zeit läuft ab! Schnell, 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 schnell! Nein! Nein! No, tot! Ich glaub es nicht. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 83 Noten. Verdammt! Ich glaub's nicht. Und tatsächlich habe ich in dieser Welt es nicht geschafft. Boah. Wie ärgerlich ist das denn? Ja, hallo. Und da bin ich wieder. Ich habe ganz deinen Cut gemacht, denn ich wollte schließlich nicht alles nochmal zeigen, wie ich die ganzen Noten eingesammelt habe. Ich habe also auch wirklich keine zusätzlichen Puzzleteile oder leeren Honigschwaben eingesammelt, sondern habe so möglichst das genauso gemacht, wie ich es vorher auch hatte. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich genauso viele Noten habe, aber ich habe möglichst ähnlich viele gesammelt und auf keinen Fall irgendwelche gesammelt, die ich noch nicht hatte. Also keine Panik. Jo, dieses Mal werde ich das noch einmal versuchen und ich möchte dieses Mal allerdings nicht sterben. Das habe ich nicht vor und aus diesem Grund werde ich es diesmal schaffen. Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Nun rennt ihr in euer armseliges Leben. Boah. Jetzt dieses Mal werde ich es überleben, mein Freund. Wow, scheiße. Verdammt nochmal, gib Gas. Ich muss in die andere Richtung. Wie komme ich da hin? Über die Seite. Lauf! Nein! Schnell, 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 schnell. Zack! Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Jo. Und da ist das Puzzleteil. Mit viel Mühe und Aufwand und einer Runde Fail-Action habe ich dieses Puzzleteil bekommen. Jo, irgendwie schreit schon ein Ginger unbedingt nach Hilfe. Was so laut wieder im Schrein ist. Muss der doch hier irgendwo stecken? Ich bin Telekom. Was ist hier hinter? Ich sehe nichts. Ah, und da ist auch schon Jinjo! Hui, genau. Hier sieht man natürlich sehr viel. Okay, und das war's in dieser Grabkammer. So. Dann werden wir uns mal umgucken, was es hier noch so gibt. Okay. Schauen wir mal nach. Also wir haben da die Pyramide, da waren wir drin.
Dann ist, glaube ich, noch diese leere Honigwabe. Da waren wir auch drinne gewesen. Wir haben diese neue Fähigkeit erlernt. Hier sind die ganze Zeit so Ringe am Himmel. Genau, das können wir jetzt mal machen. Eine kleine Flugstunde. Obwohl, nee. Ich mache was anderes. Keine Flugstunde. Sondern... Aua! Boah, ich mach dich alle, du Penner! Meine Güte! Was soll der Mist? So. Ach, da hinten war noch was. Genau. Das könnte ich mal machen. Nein! Und das kostet jetzt Leben, Energie, Lebensenergie. Verdammt, und ich wollte eigentlich auf den fliegenden Teppich. Und dann werden wir uns Energie holen. Wow! Ah. So, wir haben wieder etwas HP. Wohl, warte mal. Tatsächlich, wir fliegen am besten eine Runde. Schaut mir leichter aus. So. Ich möchte nämlich da hinten hin. Hier hinten sind auch wieder Noten. Zack. 1, 2, 3, 4. Ah, genau. Wir müssen, glaube ich, erst später hier hin. Oder? Ja, doch. Tatsächlich. Jetzt müssen wir auf den Teppich warten. Und jetzt fliegen wir eine Runde mit dem fliegenden Teppich. Juhu! Wie schön ist das denn? So, einmal hier hoch. Einmal fliegen. Oh, jetzt fliegen wir durch die Ringe hier unten. Zack! Fliege durch die Ringstatuen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Ja, das machen wir doch glatt. Zack, die zweite. Auch für die ist es ich auch schon. Ah, da oben müssen wir auch gegenfliegen, fällt mir gerade ein. Gut, das machen wir gleich. So. Und da ist auch schon der nächste. Zack, und den haben wir auch. Und zwischen den beiden Kaktussen ist der letzte. Na komm. Flieg doch mal ein bisschen schneller hier. Ja, geht doch. Oh nein! Ah, verdammt, was mache ich denn da? Okay. Und wir haben es geschafft. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Tada, und da ist unser nächstes Puzzleteil. Juhu, haha, genau so. Allerdings sind wir gerade hier in der Flugform und dann bleiben wir auch. Schnappen uns hier diese, ich sag mal so, Honigschwabe. Super gemacht. Und jetzt gehen wir kurz hier rüber. Und hier ist ein Lama. Bam! Oh, vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Jo, der Kumpel geht jetzt Richtung Oase. Und da werden wir jetzt gleich auch hingehen. Wenn wir hier durch sind. So, genau. Brü,
So. Wow. So, was das Ganze damit auf sich hat, könnt ihr euch wohl wahrscheinlich denken. Sehen werdet ihr es allerdings erst im nächsten Part. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Major Lagoon.